Müssen Radfahrer eigentlich mit einem Bußgeld rechnen, wenn sie geblitzt werden? Was ist passiert? Am 14. Juli 2022 hatte die Polizei im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen geblitzt. Dabei zog ein Radfahrer besondere Aufmerksamkeit auf sich, denn dieser wurde in einer 30er-Zone mit 62 Kilometern pro Stunde geblitzt. Eine Ahndung dieser Geschwindigkeitsüberschreitung gestaltet sich aber schwierig, da der Radfahrer bisher nicht identifiziert werden konnte. Klargestellt wurde von der Polizei aber auch, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auch für Radfahrer gelten und bei Verstößen mit Bußgeldern oder Strafen gerechnet werden muss. Im konkreten Fall könnte das für den Radfahrer sogar ein Bußgeld in Höhe von 180 € und ein Punkt in Flensburg bedeuten.